Oh, hi und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart 7. Ja, im letzten Part sind wir im 50er CCM immer noch stehen geblieben und haben bereits mit Mario und Luigi, naja, zwei Cups abgeschlossen. Und das machen wir jetzt auch nochmal mit Peach und wir haben ein neues Kartteil. Das sind die Retro-Reifen. Weiß gar nicht, was ist besser, Standard? Wir nehmen einfach mal die Retro-Reifen. Ist auch egal. Gut, dann los, auf geht's mit dem Stern-Cup. Okay. Ich wurde auf Twitter gefragt, wie findest du Fairy Tail? Und ja, ich hatte ja bereits einmal etwas zu Animes im, ich glaube, dem ersten Part erwähnt. Und habe ich ein anderes Kart auch noch genommen? Sieht so aus, ne? Lol. Ist mir gar nicht aufgefallen. Naja, egal. Wow! Toddy! Das ist nicht so gewollt. Verdammt, ich wollte eigentlich die Münzen da. Naja. Auf jeden Fall. Das könnte ein bisschen schwieriger werden mit dem Kart hier. Ah! Peach! Hilfe, ich krieg keine Münzen. Ah. Mann. Also mit den anderen bin ich auf jeden Fall besser gefahren. Auf jeden Fall. Ich hatte ja im ersten Part, sag ich mal. Mann, ich komme nicht mal hoch. Ah. Ah. Was? Was ist denn jetzt los? Was ist denn los? Ich bin zwar noch Erster, aber ich habe nicht eine einzige, also beziehungsweise eine einzige Münze habe ich nur. Ja. Das müsste ich jetzt vielleicht mal besser machen, aber ich glaube, ich habe halt echt das falsche Kartteil. Zumindest eine ziemlich scheiß blöde Kombi, sag ich mal. Naja, was willst du machen? Kannst du besser machen im nächsten Part. Auf jeden Fall, Fairy Tail, Thema dazu, wie ich das finde. Ehrlich gesagt, ich war dem Anime eine große Zeit über ziemlich abgeneigt. Das heißt, ich wollte ihn nicht sehen. Dann habe ich mir angeguckt, fand ihn eigentlich relativ gut. Nur was mich halt am Anfang immer ein bisschen aufgeregt hat, sag ich mal, waren diese Animationen, wenn Natsu bzw. andere ihre Attacken einsetzen. Was heißt Attacken? Ja, man kann Attacken, wenn wir ihre Angriffe machen, sagen, sag ich mal. Und zwar war das immer dieselbe Animation, nur auf einem anderen Hintergrund, eventuell dann mal. Das hat mich so ein bisschen aufgeregt, aber das hat man dann später auch verworfen, dieses Konzept, beziehungsweise hat es ein bisschen umgeändert. Fand ich dann auch besser. Ehrlich gesagt. Wow, 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 wow! Und ich hatte drei. Ah, Mann, ey. Hilfe. Wenn das schon so losgeht, will ich gar nicht wissen, wie das in den nächsten Cups aussieht. Auf jeden Fall bin ich ganz froh drum, dass man das halt geändert hat. Nur, was mich jetzt wieder ein bisschen aufgeregt hat, wo man sagen muss, ich glaube, das hatten sie halt auch noch mal ein bisschen überarbeitet dann später, weil es auf jeden Fall. Man kann sich Messer damit auf einmal dann anfreunden. Es wurde ja das Animationsstudio gewechselt. Von, ich weiß es nicht, zu A1 Studios. Und ja, mir gefiel der erste Zeichenstil deutlich besser. Aber man kann sich mit der Zeit auch mit dem neuen anfreunden, sage ich mal. Aber ja. Ich habe den Anime noch nicht bis zur aktuellen Folge gesehen, aber ich bin relativ aktuell. Relativ. Dann habe ich wahrscheinlich eine Fanfrage bekommen. Schläfst du auch mal? Ehrlich gesagt, aktuell jetzt gerade in den Ferien habe ich so einen ziemlichen seltsamen Schlafrhythmus. Und zwar, ich schlafe am Tag und bin wach in der Nacht. Jetzt gerade dieses Video steht auch wieder um 2.07 Uhr. Was ich persönlich nicht mal gerade so als spät jetzt, sage ich mal, einordne. Also 2 Uhr geht ja noch. Also zumindest in den Ferien. Aber ich werde sehr wahrscheinlich noch bis 11 Uhr oder 12, 13 Uhr wach bleiben und dann erst schlafen gehen. Und das sollte ich vielleicht noch hinkriegen, bevor die Ferien zu Ende sind. Aber das werde ich so oder so dann hinkriegen. Spätestens, wenn die Ferien zu Ende sind, weil dann muss ich zur Schule. Und wenn ich dann immer noch so einen Schlafrhythmus habe, dann bin ich zumindest an den ersten Tagen etwas... Ja, ne? Aber das wird sich machen lassen. Hoffe ich zumindest. Aber ja, dann habe ich plötzlich auf jeden Fall
meh, ich sollte nicht auf Twitter schauen gerade so, weil ich halt eh keine neue Frage da habe. Obwohl, eine ist da noch. Hast du Geschwister? Ja, habe ich. Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Und von dieser Schwester weiß ich halt einfach irgendwie kaum was. Und die ist mir auch relativ egal, weil sie sich ziemlich blöd verhält. Aber das ist mir halt echt egal. Die hat mit uns halt kaum mehr was zu tun, sag ich mal. Aber das ist was total, sag ich mal, Irrelevantes. Ich habe aber einen kleinen Bruder, der ist jetzt 9, der ist 10 Jahre jünger als ich. Geht jetzt gerade noch zur Grundschule, aber nächstes Jahr müsste auch die weiterführende Schule kommen. Und auf jeden Fall, ja, er nervt öfters. Und er fragt mich auch ständig, kann ich mal bei einem deiner Videos dabei sein? Und ich so, wir warten lieber noch. Weil, eigentlich möchte ich ihn halt so aus meinen Videos, sag ich mal, raushalten. Und ja, mal gucken. Vielleicht irgendwann mal so, mal schauen. Aber wahrscheinlich nicht vor der Kamera. Das könnt ihr vergessen. So, dann habe ich auf jeden Fall keine Frage mehr. Und ich müsste mir jetzt spontan ein Thema überlegen. Und ja, kommen wir doch mal darum, warum ist Conan so awesome? Conan ist ein Anime, der von vielen, ich sag mal, fast schon unterschätzt wird. Und ja, ich mache hier so ein bisschen Anime-Talk jetzt, weil mir gerade kein besseres Thema einfällt. ja, er wird unterschätzt, ganz klar. Aus dem ganz einfachen Grund, weil der Anime ist in Deutschland halt nur bis Folge 333. Wow, Hilfe. Wow, Hilfe. Das ist die letzte Runde. Fuck. Fuck, ich krieg nicht... Nein. Shit. Krieg keine Münzen mehr jetzt. Blöder Blitz. Er wird auf jeden Fall unterschätzt. Und warum, erzähle ich euch in der nächsten Runde. Ja. Bis gleich. Koopa Großstadtfieber, eine Map, die ich hasse. Also wirklich, ich kann sie nicht leiden. Wirklich nicht. Okay, warum ist Conan so awesome? Erstmal, er kam in Deutschland nur bis Folge 333 raus. Wer den Manga liest, der weiß bestimmt, warum er so awesome ist. Und ja, die Story ist einfach einsame Spitze. Jetzt mag der ein oder andere vielleicht einwerfen, aber hey, das lief damals im Fernsehen. Ich habe das gesehen und ich erkenne da keine Story. Ich weiß nur, dass Conan irgendwie klein geworden ist und das war's. Gebe ich dir absolut recht. Das liegt daran, weil die Folgen im Fernsehen halt total durcheinander, sage ich mal, gezeigt werden und immer noch werden. Oder wurden und jetzt werden, immer noch. Was ich einerseits auch ziemlich schade finde, sage ich mal. Weil es geht mir selbst auf die Nerven, weil du konntest halt generell, wenn ich so ein Anime im Fernsehen gucke, ich krieg das nicht verfolgt. Dann bist du mal einen Tag, sag ich mal, hast du keine Zeit und die Wiederholungen kommen an zu so behinderten Zeiten, sag ich mal, von Animes, dass du einfach, du kriegst sie nicht geschaut, du kriegst es nicht hin. Auf jeden Fall, du kannst einen Anime im TV irgendwie gar nicht richtig verfolgen, das geht nicht. Wenn du sie richtig verfolgen willst, dann musst du sie schon entweder die auf Blu-ray oder DVD kaufen oder du schaust dir einen Stream im Internet an. Da gibt es ja so diverse Seiten, wo man es halt legal gucken kann, wie zum Beispiel Crunchyroll auch. Leider noch nicht Conan, warum das nicht, das finde ich schade, aber vielleicht kommt das ja irgendwann mal. Wenn wir da genug Druck ausüben, dann geht das vielleicht. Aber mal gucken. Fände ich auf jeden Fall super. So, ah! Sollte vielleicht die Banane auch halten, wenn ich sie schon habe. Ja, aber wie dem auch sei, ich wollte auch darauf zu sprechen kommen, warum Conan so awesome ist. Ehrlich gesagt, ich habe mehr den Anime geschaut als den Manga gelesen. Ich habe zwar den aktuellen Manga-Band hier, den habe ich auch durchgelesen, den finde ich auch klasse. Aber da der japanische Anime genauso weit ist wie der ja deutsche Manga, beziehungsweise der Manga kommt raus, dann wenn der Anime gerade da in der im letzten Kapitel ist, beziehungsweise, ich muss mal ganz kurz, ah mein Gott, kennt ihr das, wenn irgendwie, was weiß ich, irgendetwas, ihr spielt so ein, was wie Mario Kart, dann juckt eure Nase zum Beispiel, oder in meinem Fall war es gerade seltsamerweise irgendwie was am Ohr, ich weiß nicht wieso, es ist total seltsam.
Kennt ihr das? Und das nervt dann so total. Und ah, Hilfe! Ich weiß gar nicht mehr, welche die letzte Strecke in diesem Cup war. Das war die letzte Strecke. Mein Gott, es ist wie eine Wundertüte. Und ich gucke auch erst gar nicht vorne drauf, ne, bevor ich den Cup auswähle. Einfach sofort spielen. Naja, wir dürfen ihn aber auf jeden Fall jetzt geschafft haben. So. Ja, du hast es geschafft, Peach. Okay, letzte Strecke. Und dann, ja. Wuhu, Bergland. Oh, die Map. Letztes Rennen, Wuhu Bergland, das können wir nur gewinnen, wenn wir, sag ich mal, unfair spielen. Aber da die NPCs nicht unfair spielen und das hier ein Let's Play ist und der Bug im Online-Modus eh behoben wurde, spielen wir fair. Außerdem haben wir es im 50 CCM zumindest überhaupt nicht nötig. Wirklich nicht. Das haben wir nicht nötig. Ich meine, guckt euch... Oha. Jetzt haben wir es nötig. Ich wurde mit einem Feuerball attackiert. Hilfe! Jetzt haben wir es definitiv nötig. Nein, haben wir nicht. Wir können uns ja auch mal die Strecke, sag ich mal, in Slow Motion quasi ansehen, weil 50 CCM ist halt echt langsam. Aber gut. Nein! Nein, was tue ich da? Auf jeden Fall da vorne hätte man, oh, ich lasse die mal vor. Weil ich da was sehe, was mir nicht gefällt. Boom. Ja, ich bin gemein, aber es ist nur Yoshi gewesen und das ist nicht der Woll-Yoshi. Und ich habe immer noch so einen kleinen Frust auf Yoshi wegen Yoshi's New Island, weil... Oh Gott, war das Spiel da ja auf. Doof ist kein Ausdruck mehr. Ich hasse das Spiel. Yoshi's New Island, kauft es euch nicht. Um Gottes Willen. Es ist halt echt grauenvoll. Es sieht schön aus, aber es ist grauenvoll. Das ist kein gutes Spiel. Tut mir leid an dieser Stelle, wenn ich das so sagen muss, aber... Tut euch das nicht an. Das wollt ihr nicht. Außer ihr seid ein Yoshi-Fan und mögt es so, Sachen zu erkunden und euch 5000 Mal aufzuregen, dann kauft euch das Spiel. Sonst lasst es bleiben. Das war mein erstes Yoshi-Spiel. Das war enttäuschend. Ich komme im Felsen! Nein! Aber ja. Wow, der Felsen kam unerwartet. Dieses Mal wirklich. Ja, was bleibt bloß zu sagen? Mir werden gerade keine Fragen mehr per Twitter gestellt, was ich echt schade finde. Hängt aber wahrscheinlich damit zusammen, weil dieses Video noch gerade da entsteht, wo ich, sage ich mal, den Hashtag gerade frisch in die Welt rausgebrettert habe. Beziehungsweise die meisten wahrscheinlich irgendwie noch nicht mal checken, warum ich überhaupt auf Twitter gefragt habe, dass man mir das da so stellen soll und so, aber... Das wird sich wahrscheinlich im nächsten Part ändern, weil dann dürfte der erste Part draußen sein, für euch schon... Und ich verabschiede mich dann auch an dieser Stelle mit wunderbaren 40 Punkten und sehr, sehr, sehr wahrscheinlich den 3 Sternen für diesen Cup. Da sind sie, der Sternencup mit 3 Sternen und wir haben den Spezialcup freigeschaltet und den schauen wir uns dann auch im nächsten Part an. Deswegen würde ich sagen, oh, 100 Münzen haben wir auch noch, super. Ja, wir schauen uns das Ganze dann im nächsten Part an und ich würde sagen, wenn euch dieser Part gefallen haben sollte, dann gebt einen Daumen hoch, schreibt einen Kommentar, dies ist einer das, haut rein, bis dann und ciao!